Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution 2 Video. Vor einigen Tagen durften einige größere YouTuber Jurassic World Evolution 2 bereits anspielen für 2 Stunden und dabei wurden auch richtig coole Gameplay-Szenen gezeigt und in diesem Video habe ich mal die besten Szenen aus diesen Videos, die dadurch entstanden sind, zusammengeschnitten für euch und möchte die euch präsentieren. Die Originalvideos sind natürlich unten in der Videobeschreibung angegeben, also schaut da gerne vorbei. Und wir sehen hier schon im Hintergrund 2 Kanus, wie sie untereinander ein wenig interagieren und mit den Köpfen zusammenstoßen. Das sieht schon sehr cool aus, ist wie so ein kleiner Machtkampf. Sitzen kann der Kanu auch, sieht auch irgendwie ganz putzig aus. Dann kommen wir schon zum nächsten Dinosaurier, nämlich dem Coelophysis. Die können auch untereinander kämpfen. Das sieht auch viel dynamischer aus, als es in JW1 aussah. Einige Animationen sind noch nicht ganz sauber, also jetzt gerade zum Beispiel das in die Luft gedrehte, aber das wird hoffentlich dann im fertigen Spiel noch ein wenig schöner aussehen. Und dann kommen wir zu Animationen, die ich besonders cool finde, nämlich die Ziegenkill-Animationen. Die sehen echt richtig nice aus, weil die mittlerweile auch viel dynamischer sind. Also es ist nicht mehr so, dass die Ziege sich an eine bestimmte Position stellt und dann der Dinosaurier an eine bestimmte Position läuft und dann die Animation beginnt, sondern das Ganze geht dynamisch einher und hier kickt der Kano die Ziege mit dem Kopf hoch und verspeist sie dann. Sieht da manchmal ein bisschen seltsam aus, wenn die so ein bisschen schräg laufen, um in dieses Killraster zu kommen. Aber ich finde die Lösung trotzdem deutlich besser als im ersten Teil. Und jetzt können wir das Ganze auch nochmal sehen. Schön mit dem Kopf wegkicken und dann fast schon in der Luft fangen. Aber nur fast. Als nächstes sehen wir die neue Veterinäreinheit, mit welcher man in die Gehege fahren kann und dann die Dinosaurier scannen kann, ob die Verletzungen haben und was für Verletzungen die haben. Und ja, wenn die behandelt werden müssen, muss man diese betäuben und dann in die neue Veterinärstation bringen. Dort werden die dann hingeflogen und von einem neuartigen Spray behandelt. Das Spray heilt Knochenbrüche, so wie es aussieht. Ist aber trotzdem eine sehr schöne Animation. Sieht irgendwie ganz cool aus. Und als nächstes kommen wir zu den fliegenden Reptilien, in dem Fall einem Pteranodon. Die können nämlich mittlerweile aus dem Aviarium ausbrechen und dann auch den Park als ihr Territorium beanspruchen quasi. Sieht man hier ganz gut, wie schön er sich da auf so einen Ranger-Posten ist, glaube ich, setzt. Und da ein bisschen Schild. So sehen die aus, wenn sie im Aviarium rumfliegen. Und wenn sie dann ausgebüxt sind, gehen sie auch auf die Gäste los, greifen die an den Schultern und lassen die fallen. Also die sind dann wirklich auch eine Bedrohung für die Leute. Die muss man dann schnell einfangen und auch das Aviarium reparieren. Da sieht man ja die großen Löcher in der Glasscheibe. Ihr könnt das jetzt gleich nochmal sehen, wie der Pteranodon auf die Gäste losgeht. Die Animation funktioniert eigentlich schon ganz gut. Sah ein bisschen komisch aus, wie der Gast so geslidet ist an die richtige Stelle. Aber das wird hoffentlich dann im fertigen Spiel noch etwas schöner aussehen. Aber ich finde es cool, dass die Besucher angreifen können. Und man muss die dann auch einfangen. Das ist wirklich super schwierig. Also zumindest, wenn man selber schießt, ist wahrscheinlich klüger, wenn man dann einfach dem Ranger den Auftrag gibt, diesen zu betäuben. Weil so ein kleines fliegendes Ziel selbst zu erwischen ist, glaube ich, fast unmöglich, außer man ist, weiß ich nicht, gelernter Scharfschütze oder so. All living creatures have basic needs, food being primary among them. The animals need to have the right amount of feeders stocked with their preferred fare. We don't want hungry dinosaurs. Because if they're desperate to eat, we're first on the menu.
Als nächstes kommen wir dann zu einem sehr spannenden Teil, nämlich dem Beckenbau für die Wassersaurier, wie zum Beispiel der Mosasaurus. Da muss ich wirklich sagen, dass ich es ein bisschen blöd finde, dass man die Beckenform nicht selber festlegen kann. Also man hat halt wirklich immer dann nur so Standardformen, die man halt bilden kann, weil man das halt an bestimmte Einrastpunkte platzieren kann, das nächste Becken, und dann werden die miteinander verbunden. Aber man kann nicht wirklich individuell das Becken so bauen, in der Form, wie man es gerne hätte. Das ist echt ein bisschen schade. Ich hoffe, das wird dann im fertigen Spiel später noch ein wenig besser werden. Und jetzt sehen wir einen Mosasaurus, wie er freigelassen wird. Ich finde, die Schwimmanimationen sehen mega nice aus und auch das Model vom Mosa. Und es gibt natürlich auch die Viewing Gallery aus dem Jurassic World Film. Und bei dieser kann man sogar diese Sitzreihen nach unten fahren lassen, so dass man unter Wasser dann eine Ansicht hat. Genau wie im Film quasi. Das ist mega cool, finde ich. Dann kann man die Unterwassersaurier, wie den Plesio oder den Mosasaurus, dann auch unter Wasser mal begutachten. Den Haifieder aus dem Film gibt es natürlich auch. Den kann man dann an bestimmten Punkten von diesem Becken dann platzieren. Das funktioniert auch alles 1A. Und dann wird der weiße Hai schön dahin gefahren und hängt dann da und wartet darauf, vom Mosa verspeist zu werden. Es gibt zudem auch noch Fischfieder, wo dann kleinere Fische oder kleinere Fischschwärme einfach in das Becken reinschwimmen. Und dann schauen wir uns mal gemeinsam die Animation an, wenn der Mosa sich den weißen Hai packt. Mega cool, wie ich finde. Und als nächstes schauen wir uns den Plesiosaurus an. Dazu gibt es nämlich auch schon einiges an Gameplay. Der sieht auch echt cool aus, wie der schwimmt. Und der sieht ein bisschen aus von der Haut wie so eine Schlange, muss man sagen. Und auch so vom Kopf her. Finde ich aber trotzdem ziemlich cool. Die schwimmen dann auch schön im Schwarm so ein bisschen. Nennt man das bei so großen Tieren Schwarm? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Keine Ahnung. Sieht aber cool aus. Also auch der Skin und so sieht cool aus. Und auch die ganzen Bewegungen und Animationen. Und als absolutes Highlight gibt es auch noch die Animation, wie der Mosasaurus einen Plesiosaurus verspeist. Ist leider ein bisschen dunkel, aber man kann es, denke ich mal, trotzdem erkennen. Und ja, mit diesen wunderschönen Bildern verabschiede ich mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.